Grüß euch! Für unsere neueste Folge Gut zu wissen, nachhaltig im Mosellandt freut es mich ganz besonders, dass ich euch heute von einem von meinen absoluten Lieblingsplatzerl begrüßen darf. Weil wenn ich da herumstehe und da oben schaue, da sehe ich so viel von meiner Heimat, dass mir richtig das Herz aufgeht. Der Irrsee, der Mondsee, das Europaschutzgebiet Quellflur zur Grub, die Naturschutzgebiete am Irrsee, Wiesen, Felder, kleine strukturierte Landschaft, hinter mir der Kolomansberg vis-à-vis die Wälder des Mondseeberges. Und wenn ich mit dem Gucker ein bisschen genauer reinschaue, dann sehe ich dort unten Pferde, Kühe, Schafe, ich sehe Wanderer, ich sehe Radlfahrer, ich sehe die Omas und Opas, die mit ihrem Hund Gassi gehen. Und wenn ich dann da so herumstehe und überlege, warum schaut es denn eigentlich so aus, wie es bei uns ausschaut? Ist schon klar, wir sind ein altes Klosterland und die Benediktiner haben schon gut Acht gegeben drauf. Aber heutzutage ist es ja so, dass sie unsere landwirtschaftlichen Betriebe um unsere Heimat kümmern und vor allem auch um unsere Landschaft kümmern. Es wird bewirtschaftet, es wird ein Einkommen daraus erzielt, es werden Produkte hergestellt. Und da wird mir immer mehr bewusst, wir sind ein Bauernland. Und weil wir ein Bauernland sind, haben wir auch ein besonderes Prädikat, ein besonderes Schutzprädikat verliehen bekommen. Wir sind nämlich seit neuestem ein Naturpark. Der Naturpark Bauernland, Irrsee, Mondsee, Attersee. Und was mit dem Ganzen auf sich hat, darum dreht sich unsere heutige Folge Gut zu wissen, nachhaltig im Mondseeland. Ja, bei mir ist der Ederbauern Luis, Alois Gaderer Senior. Du warst ja einer von den Initiatoren dieses Naturparks, das wir jetzt da von Irrsee, Mondsee bis zum Attersee abkriegen. Wie ich mich vor 2 Jahren das erste Mal so umgehocht habe in der Bevölkerung, hat ja jeder geglaubt, das wird so eine Mischung aus zoologischen und botanischen Garten. Das ist aber nicht, oder? Nein, das ist nicht. Also was ist ein Naturpark? Also was steckt da dahinter? Die Grundidee ist, die Landschaft, so wie sie jetzt ist, zu erhalten und auch die Natur durch bäuerliche Bewirtschaftung. Das ist der Grundpfeiler. Okay. Und es gibt ja schon etliche Naturparks in ganz Österreich. In Oberösterreich gibt es 3. Das heißt, wir sind jetzt der 4. Und normalerweise wird ja das irgendwie von oben aber verordnet zu Schutzzwecken. Bei uns war es genau andersrum, oder? Bei uns haben alle 7 Ortsbauernschaften in den 7 betroffenen Gemeinden ja gesagt in einem Beschluss. Ja? Und auch die Gemeinden haben ja gesagt. Die haben alle gefragt worden, ob wir uns mit dem Naturpark beschäftigen sollen, ob wir machen sollen. Und weil alle Ortsbauernschaften sowie auch die Gemeinden ja gesagt haben, durch das haben wir auch uns bemüht, dann letztlich das zu erreichen. Und bei diesem Naturpark geht es darum, diese bäuerliche Natur- und Kulturlandschaft, auf die ich zum Beispiel ganz besonders stolz bin, vor allem wenn ich da herumstehen darf, wo wir jetzt gerade stehen. Und gibt es da irgendwelche ganz, ganz strengen Auflagen jetzt für die Bauern, die da ihre Gründe eingebracht haben? Oder was ändert sich da für denjenigen, der seinen Grund in diesen Naturpark eingebracht hat? Das Mitmachen der Bauern ist freiwillig und hat auch keine Vorschriften für den Bauern. Die Verordnung, die kurze Verordnung, die was im Land für die Landschaftsverordnung eingebracht worden ist, hat letztlich nur 6 Punkte, die betreffen aber den Bauern in der Bewirtschaftung nicht. Ja, das sind so Sachen wie drinnen, wie das jetzt die neue Errichtung einer Stromleitung oder von einem Telekommunikationsmasten, einer Handymasten, einer zusätzlichen Genehmigung genau. Bedarf. Also da stehen jetzt nicht wirklich großartige, gefährliche Sachen drinnen. Und das ist eine Ergänzung eigentlich zum oberösterreichischen Naturschutzgesetz. Ja, genau. Und bei den Flächen darf man sich so vorstellen, neben einem großen Wasserfläche des Mondsees sind drinnen forstliche Flächen, der Irrsee, Naturschutzgebiete, Wiesen rund um die Höfe, oder? Also links und rechts, die Waldungen waren hauptsächlich Bundesforste und auch die privaten Waldungen sind dabei und auch die ganzen Grundstücke, die letztlich landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Und auch die Seen. Aber der Irrsee zum Beispiel braucht nie mehr aufgenommen werden, der ist schon ein Naturschutzgebiet. Stimmt, ja. Aber der Mondsee zum Beispiel schon. Der Mondsee ist auch bei uns im Naturpark aufgenommen. Ja, der ist ja Spezialfall, der ist zwar Europaschutzgebiet und darf trotzdem als Naturparkgrund zusätzlich aufgenommen werden. Genau. Und ja, ihr seid jetzt bereit zum Starten, sage ich. Und dafür habt ihr einen jungen Mann engagiert. Erzähl mal. Ja, wir haben das
das, der Inhalt für das Arbeiten, das, was wir an den Projekten machen, brauchen wir zur Umsetzung natürlich Hilfe. Ja. Weil ja wir nicht beim Schreibtisch sitzen. Ist eh klar. Und dafür haben wir einen Geschäftsführer finanziert gekriegt vom Land Oberösterreich und auch eine Bürokraft. Ja. Und den Geschäftsführer stellen wir heute vor. Der heißt Simon Staudinger und der ist, Zufall, auch da. Ja, da ist er, der neue Geschäftsführer des Naturparks Bauernland Irsee, Monsee-Attersee, Simon Staudinger. Gerade vor kurzem seine Tätigkeit bei uns aufgenommen und ich habe auf eurer Homepage nachgeschaut, www.naturpark-bauernland.at, und dort sehe ich, dass ein Naturpark auf 4 Säulen aufgebaut ist. Was sind denn diese 4 Säulen? Genau, danke. Also unser Naturpark baut wie alle anderen Naturparks in Österreich auch auf 4 Säulen auf. Das sind zum einen der Schutz der Landschaft, wir haben die Entwicklung der Region als Säule. Wir haben Erholung, wo natürlich der Tourismus mit reinfließt, und als 4. und ganz wichtige Säule die Bildung, wo natürlich vor allem Kinder und Jugendliche damit gemeint sind, um unsere Natur, um unsere Region zu erkunden und auch zu sehen, was passiert denn da. Und jetzt wird es ja so sein, also bei mir war es so, wie ich vor 12 Jahren oder fast 13 Jahren schon da meinen Job angefangen habe. In den ersten 14 Tagen kommen wir alle hergerannt und dann liegen ganz viele Projekte am Tisch. Ist das bei dir auch so? Genau, es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren in der Entstehung vom Naturpark schon sehr viele Ideen gesammelt wurden und da jetzt wirklich alle motiviert sind, diese Projekte nachher noch voranzutreiben. Und wir haben jetzt mal 3 Projekte, die wir primär behandeln wollen, wo wir zum einen, wie du vorher schon angesprochen hast, die Direktvermarktung haben, also die Landwirte zu unterstützen, ihre Produkte direkt zu vermarkten, ihre regionalen Produkte, ihre nachhaltigen Projekte einfach in unserer Region auch zu vermarkten und zu verkaufen. Und da gibt es schon Ideen, wie man Landwirte dabei unterstützen kann. Mhm. Und da werden auch erste Projekte jetzt schon gestartet. Wir haben als weiteren Projektschwerpunkt gleich einmal die Besucherlenkung dabei, wo wir natürlich da gewisse Anknüpfungspunkte mit dir auch haben, wo es halt einfach darum geht, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist jetzt zum Beispiel im Wald erlaubt und wo gibt es irgendwelche Probleme, weil vielleicht gerade eine Nutzung vor einem Waldstück stattfindet. Also einfach da zu sensibilisieren und eine gemeinsame Gesprächsbasis vielleicht dazu schaffen. Und als dritten und wichtigen Schwerpunkt haben wir dann gleich einmal Kooperationen mit Schulen möchten wir machen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, als Naturparkschule ausgezeichnet zu werden, weil einfach die Kinder und Jugendlichen uns ganz wichtig sind und wir da schauen wollen, dass wir da gleich auch ein Bewusstsein schaffen und vor allem bestehende Projekte, wo es ja Gott sei Dank sehr viele gibt, da vielleicht auch unterstützen können. Mhm. Apropos Unterstützung, ihr seid ja als Verein organisiert. Das sind da drinnen aus jeder Gemeinde, von der Bauernschaft ist wer drinnen, es sind die großen Grundbesitzer drinnen, es sind die Initiatoren drinnen, aber es kann auch jeder Mitglied werden bei dem Verein, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe? Das hast du richtig verstanden. Es ist so, in unserem Naturpark sind jetzt mal alle Flächen drinnen, die was quasi die Bauern gesagt haben, nein, sie wollen nicht austreten, sondern sie möchten bei uns bestehen bleiben. Das sind die Flächen im Naturpark. Davon unterscheiden muss man aber die Mitgliedschaft im Verein. Es kann jeder bei uns Mitglied werden, egal ob er Landwirt ist, ob er kein Landwirt ist, ob er vielleicht unterstützendes Mitglied werden will. Also es ist jeder eingeladen. Landwirte oder Grundstücksbesitzer, die landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Flächen haben, sind von einem Mitgliedsbeitrag natürlich befreit, weil sie ja ihre Gründe einbracht haben. Und es kann aber jeder andere auch Mitglied werden. Wir sind natürlich da sehr froh, wenn wir eine große Unterstützung aus der Bevölkerung haben. Jeder, der Mitglied ist, ist automatisch berechtigt, alle Veranstaltungen zu besuchen, ist bei der Jahreshauptversammlung mit eingeladen. Also wir werben da natürlich ganz aktiv für Mitglieder, und das Mitgliedsformular kann man zum Beispiel auch auf unserer Homepage downloaden. Naja, kostet 15 Euro im Jahr, meine 15 Euro hast, und ich darf da bei deiner neuen, spannenden, herausfordernden, sicher nicht ganz einfachen Tätigkeit einen tollen Start wünschen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. In diesem Sinne, danke, dass du heute mit dabei warst und viel Vergnügen mit deinem Naturpark Bauernland Irsee, Monsee, Attersee. Danke, Thomas. Mich freut's auch.